So, hallo, falls mich schon jemand. Ja. Reznok, hallo, willkommen im Stream. Und Dom, Glückwunsch zum Erster sein. Zum zweiten Mal heute. Ja, Dom, der nimmt sich das einfach, wenn er kann. Er ist halt richtig am Campen. Oh, Deutsch, ja. Und willkommen im Stream. Mr. Me. Game and Watch. Hallo Nico, ja, vierter Stream heute. Krass, ne? Inzwischen. Oh, welcome to the stream then. Pleasure to have you here. Yeah, technically it's the fourth stream today because Twitch is bonkers, apparently, and restarted my earlier stream two times. There a code to join you? No, this we are playing a crew battle right now, so no viewer games. I'm doing viewer games on Friday at 1 p.m. So the next ones. But I don't know if I'll really what? God damn it. If I'm really able to do them on Friday, so I have to see. But since my late streams usually are and either crew battles or my Thursday and Tuesday streams. Smash Viewer games are usually Monday, Wednesday, or Friday at 1 p.m. Kann heute schon wieder nicht reden, ne? Dabei habe ich doch heute schon in Englisch geredet. Sehr lieb, Safi, von dir. Aber ja, falls ihr meinen Streamplan verfolgen wollt, den gibt es in meinem Discord. Oder auf Twitter. Unten in der Beschreibung verlinkt. Hello Tamriel. Oh, Arena. Soll ich auch schreiben? Am I looking at cursed Ageless with Yoshi's Island Hall and Castle Sea? Verstehe die Stage Castle Siege nicht. Wenn man da offstage ist, dann auf der rechten Seite, dann sieht man literally nichts. Jemals legal war.
Im Voice Chat ist es so laut. Na. No. Discord runterzustellen. Aber ich fand das eben auch relativ laut. Wird auf Final Destination gegangen. So, Luigi gegen Zelda. So viel Spaß. Wird auf 26. Weiß. Okay. So, dann legen wir mal los. Mit unserem schönen 7 gegen 7 Crew Battle. Ich glaube, das Scoreboard funktioniert, wenn es ein bisschen off-center ist. Meine ich. Und wir beginnen mit ganz viel Neutral B und einem Displaced Phantom. Oh, ja, wir hat nicht getroffen, wie auch immer. Aber Tamriel versucht hier ganz frech durch die Stage zu poken. Umgeht den Two-Frame von Snake Ninja, ziemlich klug. Und ich kann das auch nicht, DI'en. Das DI sitzt nicht und die API connectet einfach gratis. Und, ah, auf die Stage recovern, ich weiß ja nicht. Aber es ging gerade nochmal gut, weil Snake Ninja gerifft ist. Hat den Down-Throw in den Sweet Spot confirmed, sehr schön. Und Tamriel macht das halt gut, sich einfach im Phantom zu verstecken. Hallöchen, Astrological. Nein, Ast. Oh. Ich bin heute schlecht mit Namen. Ich bin nicht Astro. Wie Safi. Sticker. Und oh, Tamriel hat einen Stock verloren. Während ich hier am überlegen bin. Aber jetzt direkt ein Edge Guard nach. Der leider nicht sitzt. Überlege ich die ganze Zeit wegen jemandem. Toxiker. Noch ein F-Smash bitte für den Cheat Break. Würde ich gut finden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Displaced Phantom in dem Matchup so wichtig ist, aber wegen den Feuerbällen ergibt das ja schon Sinn. Und Snake Ninja wird einfach vom Fair getroffen. Ganz fair ist die ja nicht, weil die einen fiesen Sweet Spot hat. Weil ich sehe halt bei Tamriel auch immer wieder Sweet Spots. Ja. Und wie Tamriel halt extrem gut an der Ledge vorbeigeht. Und perfekt, das Base von Snake Ninja, holy shit. Aber da wird die Tower Spot für einen F-Smash verwandelt und ich wollte gerade sagen, Tamriel hat Snake Ninja gerettet, aber es gab einfach Style obendrauf. Damit verliert Team. Erstmal Spieler. So einem Snipe, ey. Ein guter Start. Aber ich habe auch mal daran gearbeitet, den Wartebildschirm etwas aufzuhübschen, weil Robin mir verraten hat, ja, das geht doch einfach das Bild bearbeiten, eins darunter legen und die Opacity. Ja. Das deutsche Wort dafür vergessen. Vom blauen und roten runterstellen. Deswegen habe ich da jetzt einfach das Xenoblade 3 gar nicht covered. Den Title Screen drunter gelegt. Ja. Die Durchsicht. Vielleicht, ja. Könnte sein. Könnte natürlich auch nochmal auf Leo gucken.
Ah, die Deckkraft. Deckkraft ist ein gutes Wort dafür. Und Hallöchen Clashy. Was gerade gesagt? Toll-Iro, Hallöchen. Willkommen zurück, könnte ich sagen. So wie Clashy. Ja, heute schon mal gesehen, in Anführungszeichen. Oh oh. Aber das Gefühl, dass da geht eventuell ein Anfänger rein. Ja, kein Ding, Toll-Iro. Das passiert manchmal. Hauptsache, alles ist halt noch so locker. Also von mir aus ist da alles in Ordnung. Ne? So, Rännchen. Bilder kommen. Die muss sein. Irgendwie willst du ja, aber nö, keinen Bock, so reingerufen zu werden. Understandable. Oh mein Gott, mein Bot hat mich auf Discord gemenschen. Ich muss das schnell wegklicken. Wir gehen auf Carlos. Oder, wie man in Kennerkreisen sagt, Carlos. Pokémon League. Was Carlos gemacht hat, um die Pokémon League zu bekommen, weiß niemand, aber es ist Easter. So, dann wechseln wir mal kurz. Leider vergessen, wen Ren spielt, aber es wird mir instant beantwortet. Ist perfektes Mashup. Ist Link. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Stage gut für Link ist. Kann den Gegner da schön rübertragen. Ist groß, wenn man campen möchte. Master Sword, das leuchtet so rot. Ganz vergessen, in einem anderen Skin. Aber Tamriel legt auch schon mal ordentlich los. Oh, den Boomerang reflektiert, das war ziemlich smart. Versucht mit der Neutral Beat zu Two-Frame, das hat nicht ganz funktioniert. Und ich dachte gerade, das wär's, aber es ist Carlos hier. Hat, glaube ich, versucht, den letzten Jump zu catchen. Der hat nicht kam. Und, boah, das war nur ein bisschen zu niedrig. Aber es sieht sehr danach aus, als würde Ren gleich noch einen Stock verlieren. Besonders, wenn Tamriel weiter die Projektile so zurückführt. Und Sweet Spot Side B trifft.
Da freut sich denen bestimmt, dass ihr Feuer so gut angebracht wurde. Oh, das ist nicht gut. Sweet Spot? Nein. Bin die ein. Ah, mit einem Charge-Move auf die Distanz gegen Zelda zu readen, keine gute Idee, wie wir sehen, weil man da einfach Teleport gratis drücken darf. Also nicht Teleport, sondern Faroris Wind. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und so holt Tamil raus. Aber hat sich immerhin noch einen Stock geholt, um PR die Ein-Stock-Führung zu gönnen. Immer so vorschnell, bevor der Nächste reinkommt. Nicht mal Town and City gebannt. Da würde ich mir sagen, oh Baby, Town and City. Uiuiui. Die liebe ich doch, die Stage. Sephiroth. Stellt euch mal vor, Safi würde mit, ich hab den Namen von Sephiroths Schwert vergessen, Murasame? Irgendwie sowas. Stellt ihr euch mal vor, sie würde so auf euch zukommen. Ich würde mir keine Sorgen machen, denn es ist Safi, die ist ganz lieb. Ich glaube, der Charakter passt nicht so gut zu dir. Hey, hat Range, basically ein Projektil. Das Phantom einfach an den F-Tilt dran getackert. Oh, Sami wurde gepickt, aber die spammen halt gerade wieder so. Ich habe ja gesagt,
meinen Stream eben beendet habe. Vor 12 Stunden. Dass ich Ruby zu Ende gucken möchte, den Anime. Aber ich habe sogar eine Folge geguckt. Ruby, hallo Uri. Ja, ich habe eine Folge Ruby geguckt. Statt den dreien, die ich wollte, aber es war immerhin eine. Es ist mir aber auch klar, warum CB-Chat 10 so beliebt ist. Weil man da Sachen embedden darf, was in den anderen anscheinend nicht erlaubt ist. In den anderen Chats geht das nicht. Finde ich auch besser, so muss ich sagen. Denn wenn da so viele Emotes gespammt werden, nicht Emotes, GIFs gespammt werden, ist das halt richtig hart, eben nicht hingesehen. Kurz, und dann ist das voll untergegangen, dass Sammy angekündigt wurde. Und Link gegen Aran, Kopfgeldjägerin. Deine Bands sind halt auf einem GIF. Ja, okay, aber halt so zwischendurch dann die ganze Zeit GIFs zu spammen, das macht das unübersichtlich. So, dann geht's jetzt mit Peak Neutral los. Meine mit Peak Neutral natürlich. Healer, Projektile, Projektile. Das sieht man auch direkt. Boah, schöner Parry. Bringt zwar nichts auf die Distanz. Welches Samus sein das? Ich glaube, geht's weiter. Bin mir gerade aber auch nicht sicher. Heißt der Skin? Das ist die einzige Mod, glaube ich, die bei Samus installiert hat. Das müsste auf der Gameplay an deiner Seite stehen, welcher Typ welcher ist. Und halt durch den Keks. Willkommen im Stream. Und Throw killt nicht. Die Ei. Boah, da hätte man eine bestimmte Dash-Attack reindrücken können. Ein bisschen schlechter die Ei, aber tötet immer noch nicht. Das wundert mich. Link ist dick. Also es müsste der erste sein von denen, Safi. Ich glaube, das ist C01. Auch mal kurz nachgucken. Genau, Metroid Dread Samus. Das ist der erste. Also C01. Tötet einfach. Kurz weggeguckt. Oh no. So. Emmy legt halt weiter los. 71% ist jetzt nicht so schlimm für Samus. Auch wenn Link ein paar kranke Kill-Confirms hat. Das hat noch getroffen, ja. Und das war wohl so. Aber Ren fischt ein bisschen sehr nach dem Kill, gerade wenn ich die ganzen Wirbelattacken sehe. Oh, schöne Abdeckung. Landing Options und ja, noch eine Wirbelattacke. Damit muss Ren auf... Oh mein Gott, ich dachte, Ren stirbt jetzt einfach. Ja, ich glaube, das trifft auf die Distanz nicht. So lang ist Samus nun auch nicht. So. Jetzt ist die Frage. Holt sich Ren den Stock? Ren holt sich den Stock. Aber in dem Tempo sollte... Ah, das war's. Ja, ich wollte gerade sagen, in dem Tempo sollte ich Sammy schnell den Stock holen können. Und dem war halt auch so.
Bombe war on stage, das hat das ein bisschen predictable gemacht, was Ren machen wollte. Ja, damit baut Emmy die Führung von PR um noch einen Stock aus. Jetzt 15:17. Und Colin wieder. Und natürlich, ich sehe einen Sora. Wenn nicht, bin ich schwer enttäuscht. Gibt ein Bayonetta 3 Skin für Bayo? Echt nicht? Krass. Wirklich schade. Ich würde da gern ein bisschen mehr Variety reinbringen. Ich habe ja von Eni die Verlinkung bekommen auf eine Gold-Bio. Und sonst habe ich ja Serena drin. Den deutschen Namen. Fruyal. Fruyal heißt es. Sonst habe ich halt nur Fruyal als Bio. Dafür dann auf allen Alls. Erinnert mich daran, ich habe von einem Streamer, den ich gucke, Myst, der spielt eigentlich Fate Grand Order. Er hat wohl letztens Bayonetta angefangen, hat ein Video hochgeladen als Zusammenschnitt. Und das Spiel beginnt ja wohl auf dieser Clock Tower Stage, die es auch in Smash gibt, die ich richtig furchtbar finde. Weil ich da kaum was sehen kann. Boah, so froh, dass ich nicht mehr viel Big Play spiele. Oder den Turniermodus, da hat man ja öfters bekommen, dann da was aus dem Pixelbereich zu erkennen. Geht überhaupt nicht. Und es gibt halt nicht mal eine Mod, für die das erträglicher macht. Sonst wenn der Stage Migräne 8 ist. Ich bin echt froh, dass das keine legale Stage ist. Eine Wii Fit. Übrigens 5. Sollte umschalten. So, ein SD. Die Seiten noch drauf. Jetzt sind sie richtig. Let's get a good stretch. Ja, strecken, gute Idee. Ich komme bei Wii Fit immer noch nicht drüber hinweg, dass die keinen Schmetter macht, sondern einen Kopfball. Ihre Side Wii. Und hallo, ich bin König. Und danke für den Headcap. Okay, das war der härteste Read der Welt, der da vorbereitet wurde. Aber Sammy kommt da ungeschoren weg. Oh, und haut die Back-Air rein. Ich hätte nicht gedacht, dass die da noch so hart connected. Und war kein guter Air-Dodge. Aber Colin könnte da jetzt was draus machen. Da habe ich es fast gesehen. Notification bekommen. Und von was? Schöne näher. Oh, die Rakete hat Salute the Sun abgefangen. Das ist natürlich fies. Nicht so geil wie der Charge von Samus, der Full Charge einfach überall durchgeht. Sammy wollte Ledge trappen. Macht sich dann einfach selber getötet. Auf dem letzten Stock, aber sieht gut aus.
den Block von Colin noch zu holen. Ja. Cam, der ist ein bisschen... Oh mein Gott, ich dachte, das sei ein SD, aber Carlos, Walljump, kann man immer machen. Cam, der ist das Heavy Breathing ein bisschen aus. Deep Breathing, hab ich Heavy Breathing gesagt. Hello, Gren ist auf der Lila Gren Skin. Glaube ich. Oh, schade, dass das jetzt so enden muss. Also eliminiert Sammy von den zweiten Spieler. Ganz gut. Oh Gott, meine Tasse. Muss mal selber nachgucken. Hello Greninja ist auf C04, das heißt, du musst hier mal nach rechts drücken bei mir, dass wir den da haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, Moment, ich kann das hier. Ja, das ist lila. Einfach im Ultimate Spin Tool nachgucken. Clever. Rizok. Nein. Aber den Spielernamen kenne ich tatsächlich nicht. Einen echt guten Ren-Skin gefunden. Also wenn ich den reinhauen soll, stehen wir gerne. Hier darf schon eine DM. Moment, hier geht's lang. Ich will aber keinen. Hier ist zwei. Klassik. Eigentlich braucht man auch keine. Was hat hier ist zwei? Data. Schick. Dunkler. Edgy. Schick. Das Leben auf der Kante. So. Dann geht's los. Tami auf dem letzten Stock. Mal gucken, was damit noch angestellt wird. 50% werden damit angestellt. Da tut mir das fast ein bisschen leid um Sheik, weil Sheik so viel mehr arbeiten muss für ähnliche Prozent. Und vor allem, weil Samus relativ schwer ist. Mit 108 Units, glaube ich, muss Sheik auch ein bisschen was für den Kill tun. Tami hat sich auf jeden Fall eine ordentliche Führung erarbeitet. Tötet sogar fast mit der Dash Attack. Das heißt, kommen wir jetzt noch ein Uncharged Charge Shot rein. Dann war es das eventuell. Oh, Dash Attack on Shield. Keine gute Option gegen Samus. Zumindest wenn man sie nicht disjointen kann. Also, da Sheik leider kein Swordy ist, wird das halt auch schwierig. Oh. Schön. Hätte nicht gedacht.
gedacht, dass die Amos einfach so greifen kann. Und was das denn für ein F-Smash? Oh, okay. Clank und der Stock verliert einfach noch einen Stock. Hast du den Stock nach oben gegeben? Ah, Amos im Disadvantage, aber es wird halt nicht viel genutzt. Aber die Angst ist halt auch ein bisschen zu sehr da, dass Amos jetzt einfach ein bisschen Käse auspackt. Und offstage Blödsinn macht. Aber in dem Tempo, weil Sammy all das Momentum hat, könnte es das auch komplett gewesen sein für Rezog. Samus überlebt gerade so. Es kommt kein Edgeguard. Ich dachte kurz, Rezog bleibt an der Ledge hängen. Nicht an der Ledge, unter der Ledge hängen. Und die Back Air beendet das mit einem cleanen 3-Star. Hab gehört, Sammy hat Lust auf MVP sein. Aber na gut, wer das nicht, ne? Ich hätte auch mal wieder Lust auf MVP sein. Coole LP. Okay. Sieht man das? Schon groß geschrieben? Ja. Jule. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Ich wechsle eben die Musik. Stimmungsvolle Brinstar Depth Edgerock. Wo gerade Sammy mit Amos zu Battle ja schon dominiert, das kann man sagen. Lole in der Arena. Bin natürlich sehr erstmal drauf gespannt, welche Stage wir picken. Und Raffi schreibt auch schon, nicht auf Yoshis Story gehen. Kann ich nur empfehlen, gegen Samus nicht auf Yoshis Story zu gehen. Denn ich glaube, da reibt sich Samus die Hände und School Attack einmal nach oben. Beziehungsweise... Up Air. School Attack. Und so wie sich das anhört, ist halt Lole relativ neu in der Szene. Deswegen bin ich halt jetzt auch gespannt. Die haben sich halt dazu entschieden, Lole dann gegen Sammy reinzukicken. Hoffe mal, das wird dann nicht katastrophal.
gehen auf Carlos. Nochmal. Aber vielleicht habe ich die Stage auch ein bisschen verhext mit der Metroid-Mod. Da ist Samus dann ja im Heimvorteil. Besonders wenn die Mother Brain sehen kann, richtig motiviert. Ich sag ja vor, Samus nicht verlieren. Okay. Wir sehen Bowser. Das wird jetzt interessant. 3, 2, 1, go! Ich hätte keinen Bowser gegen eine so gute Samus reingeschickt. Oh, mit einer Down-Air gelandet. Okay. Ah, schon wieder. Das ist nicht gut. Default Skin? Ja, das ist der Default Skin. Ah, Lole landet halt jetzt gerade, das sehe ich halt schon, sehr gerne mit der Down Air, mit der Down B auch. Das sieht nicht gut aus mit dem Habit. Und das war der Kit. Nein, ich dachte, da wird jetzt einfach ein F-Smash gecharged. Oder ein Down Smash. Weil jetzt hier ein F-Smash. Da killt er natürlich nicht, Bowser ist ordentlich fake. Oh. Wurde geframetrapped. Aber hat nichts. Also, Slimy hat nichts draus gemacht. Der Afro tötet auf Carlos. Ja, noch sicher nicht. Backthrow und. Aber noch ein Upthrow. Okay. Irgendwie magst du das Bowser-Matchup. Ich finde das auch lustig, gegen Bowser zu spielen. Oh, gut. Ja, ein bisschen gemein vielleicht, aber das ist halt das Problem. Lolo muss aufhören, mit der Down-Air zu landen. Generell mit den Fall-and-Fall-Sachen. Oh, die sehr tötet aber noch. Ah, doch! Ja, kein Sprung. Okay. Das war der Stock. Und sehen wir jetzt noch einen Restock, ist die Frage. Wo? Oh, können die Item die Abwehr nicht connecten? Ja, okay, da war das jetzt ausnahmsweise mal okay. Ein Spike. Ich bin das so vom Basti gewöhnt, dass er einen hat direkt wegspiked, wenn er die Bombe trifft. Und, ah, das sieht nicht gut aus. Eine Backer, aber ist der Backer noch mehr entlang, aber wird ge-F-smashed und stirbt. Und Sammy holt sich noch einen Stock. Ja, noch einen Kriegstock. Einen. Boah, aber das war echt brutal. Damit das Squid Team auf 6 Stocks runter. Bin mal gespannt, ob die das noch aufholen können. Weil PR jetzt fast das Dreifache hat. Kamui geht. Das klingt doch gut. Musste kurz das Licht ein.
In der Arsch dunkel. Wir gehen auf Battlefield. Eine Triplet. Nicht so gut für Samus wie Yoshi's Story, aber schon ziemlich gut. Oh, und wir sehen Sephiroth. Eben drüber geredet. Da ist er auch schon. Hat mir ihn beschworen. Mal den Walljump flexen. Und dann kann es auch schon losgehen. Nach einem Taunt. Entech. Die. Stimmt. Die Sephi-Regel wurde nicht umgesetzt. Aber das war dann wohl eine bewusste Entscheidung. Aber stimmt, das ist ein Nachteil für. Also das ist halt ein Nachteil für Sammy, von daher. Oder, ach Quatsch, nee, das ist kein Nachteil. Na gut, aber wir sehen das so und... Funktionieren tut es gerade nicht so. Ja, der Charge Shot geht einfach durch. Oh, dann viel Spaß. Solido, mach deine Hände nicht kaputt. Oh, schöner Read. Und das war es aber noch nicht. Das ist ein bisschen stallend. Die Giga Flare war nicht so gut gespaced. Und das war's doch, oder? Nice. Damit holt sich Amos. Wurde auch mal Zeit. Wenn wir ein bisschen ehrlich sind. Aber hätte es Sammy natürlich auch gegönnt, noch weiter zu gehen. Weil ich glaube, MVP. Sammy sehr, sehr sicher. Clashy geht rein, okay. Dann hoffen wir mal, dass das Internet... Refit. Ja. Nehme zumindest mal an, dass er Refit gehen wird. Aber mir ist eben auch aufgefallen, ich hatte die ganze Zeit das Reactive Image von Safi noch an, von Freitag. Das heißt, hätte sie in irgendeinem Voice Chat gehockt,
Hätte man das einfach gesehen. Mir nämlich eben aufgefallen, dass da dann die Zelda neben mir war. Bist du aber nicht, ja? Wer ist das? Ich möchte dich ja nicht stalken. So. Maybe Samstag? Was meinst du? Rollturnier? Gibt's Karaoke? Oder was meinst du damit? Singsang? Geil, ich liebe Singsang. Einzig doofe ist, dass nicht dabei sein. Aus Lieder. Ich kann ja mal gucken, ob mir welche im Voraus einfallen, weil Uri ist halt bei mir. Dann werde ich wahrscheinlich nicht so am PC sein. Ja, zumindest nicht auf Twitch. Ja, dann hast du die Qual der Wahl, ne? Das finde ich immer ganz schlimm. Ich versuche mal nach meinem Stream hier zu gucken, dass ich vielleicht ein paar Ideen habe. Kann ich dir übermitteln. Telepathisch. Wir gehen Smashville. Okay. Smashville. So. Dann guck ich jetzt mal. Smashville. Ja, genau. Oh. Cleane Internetverbindung. Wait a minute. Ich wollte gerade sagen, Efi sollte sich nicht erst dehnen. Und das ist Battlefield. Oh, jetzt aber vielleicht. Brauche ich dich schon wieder. Oh Gott, jetzt hat es kurz gelaggt. Das wird sich hoffentlich nicht wiederholen. Sehr greedy, dieser Reed. Ich bin auch ein bisschen doof. Ich habe vergessen, wie die Down B von Wii Fit heißt.
Oh, fast gesniped. Ich mach Clashy gerade gut. Bin durchgerollt. Das ist doch heavy böse. Was anderes. Oh, schön gesniped. Oh, Refit mag es echt gerne, offstage zu sein. Oh, sehr schön den Stock gezogen. Ja, Clashy macht das gut. Besonders wenn das Internet mal mitspielt. Da kann man ihn scheinen sehen. Und das ist halt richtig gut in dem Mashup, dass eine Giga Flare, beziehungsweise die anderen Variationen davon, von Salute the Sun aufgefangen werden. Da tut Oma sich ein bisschen schwer. Kamui, natürlich. Wait. Ist einfach durch den Konter gedasht? Okay. Habe ich tatsächlich heute schon mal in einem Video gesehen. Da hat eine Pyra das gemacht. Und ich drei. Alles so verwirrt. Und? Das war's aber noch nicht. Ein Sweet Spot. Oh, Clashy nimmt sich den Stock einfach. Und damit ist Kamui raus. Sehr sick. Und Clashy spielen. Wir haben das Squid Team auf dem letzten drei Stocks. Und Xando geht als Neck. Und okay, wir wir befinden uns in einer Stream-Verlängerungsspirale, weil noch kurz eine geraucht wird. Muss ich natürlich über Content nachdenken. Content wie zum Beispiel. Ich habe jetzt drei süße Manga-Acryl-Anhänger, aber ich weiß nicht, woran ich die befestigen soll. Ich habe an meiner Umhängetasche halt schon so viel. Ich glaube, da wären die Fehler am Platz. Bei Ideen habe ich nun auch keine. Oder ich hämmer einfach Nägel in meine Tür von außen, dass das wie eine Mahnung aussehen und bringe halt einfach alle Waifus da dran. Sieht jeder von weitem. Oh oh. Weep Alarm. Da gehe ich mal lieber nicht rein und. Das ist nicht schon länger so. Über Plus, warum? Ich mach das in letzter Zeit oft. Ich muss mir was Neues überlegen. Ich kann mir nämlich auch nicht erklären, warum es das tut. Oder ist mein Stream neu gestartet? Ich werde mal kurz gucken. Nee,
einen Lot. Fragen über Fragen. Und Amy, dankeschön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Gut gespielt. Hast du dir einfach komplett zerstört, ey. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Flashy noch deinen Clean-Up macht. Nach der Vorlage ist das wohl auch nicht schwer. Flashy hat auch nicht den Stock verloren, ne? Da ist einfach jetzt 3 gegen 3 Stocks. Was für ein Geruch. So ein Knacken in meinem Kopf gehört, in meinen Ohren gehört. Ich hoffe, das war nicht irgendwo hier. Psycho-Skin. Vorletzte. Hier umschalten. Das ist Battlefield, nicht Small Battlefield. Oh, da ist die Battlefield-Version von Small Battlefield. Irgendwas stimmt da nicht. Flashy hat doch bestimmt nicht Battlefield-Version davon eingestellt, oder? Ja, schon wieder pushen. Da hat jemand einfach die Arena geliebt, die nur 3 Leute können. Ja, Flix. Ich unterhalte mich viel zu gerne in Memes, die wahrscheinlich niemand mehr kennt. Hier so. Was so obskure YouTube-Poop ist. So. Dann geht's jetzt aber auf Small Battlefield. Das ist Small Battlefield. Mit dem Three Houses Main Theme. Der Taunt wird nachgeholt, sehr holzend. Robert ist lag ein bisschen. Aber hat auch direkt wohl wieder aufgehört. Boah. Endo legt aber auch gut los. Auch wenn Clashy halt wahrscheinlich viel aufholen kann. Ich sag das und... Oh, der Spike war fast da. Ich hatte auch ein bisschen Angst um Xando. Dass er jetzt einfach gespiked wird und es fängt an zu laggen. Ah! Das ist ein bisschen kritisch. Und die Decke nimmt der Clashy erstens ab. Ah, Falco-Kombo. Ah, sie wird gedroppt. Was, das hat gekillt? Okay, das war vielleicht ein bisschen... Zast die Ei. Schön an den Kopf. Den Fußball. Und das kein Volleyball ist, kann ich euch auch nicht sagen. Und in dem Lake das zu parryen, mutig. Ja.
Aber Xandu lässt sich auch nicht verunsichern. Oh, wird aber gesniped vom Ball. Oh, der Double Snipe! Oh mein Gott, das war sogar fast der Stock. Und das ist der aber. Oh, oh. Und direkt 26% durch den Sun gesammelt. Da muss. Boah, schön getaggt, glaube ich sogar. Aber Xandu muss jetzt so aufpassen. Flashy kann das jeden Moment beenden, wenn er so weitermacht. Besonders. Okay, ich habe nicht gesagt, mit dem Buff sein. So. Ah, ich dachte jetzt, schadet so eine klassische Falco-Katzen-Kombo. Aber leider nicht. Wir müssen doch hier ein bisschen Spannung sorgen. Oh, na, Reflektor war ein guter Versuch. Oh! Okay. Die Fair habe ich aber auch nicht kommen sehen damit. Gut, sich Clashy auch den letzten Stock von Squid Team und führt Poyos Revengers damit 13-0 zum Sieg. Okay, es wird sich jetzt ein Überlag beschweren. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Denn das EB ist ein bisschen zu Ende. Na gut, ne? Boah, aber Clashy, das hast du phänomenal gemacht. Besonders das erste Spiel von dir, wo es richtig clean war. Mit der Verbindung. Sehr, sehr gut. Waren dann ja auch 5 Stocks, ne, die du genommen hast. Da erinnere ich mich falsch. Voll, voll gut. Okay. Man fragt nach einer Extension, aber ich glaube. Also ich weiß nicht, ob das wird. Ich warte mal ab. Ich möchte ja nicht hier vorzeitig offline gehen. Ja, das darfst du auch sein, Clashy. Sehr, sehr schön. Aber ich hätte halt auch nicht erwartet, dass so schnell geht das Crew Battle. Oha.
gehe nochmal vorsichtshalber hier in den Screen rein. Guck mal, ob das was wird. Wo wir schon von Extenden reden. Wie haltet ihr es mit? Und da endet jetzt der Witz. Ich wollte das nur irgendwie unanständig klingen lassen. Okay, eine Extra. Dann werde ich mir noch eben jemanden zum Raiden suchen. Ach, Melika ist ja online immer noch. Ich dachte mir, och, wenn die noch online ist, nach dem CB. Und da. Die ist tatsächlich online. Dann. Ich laber nicht lange, sage nochmal GGs an alle und dann geht's jetzt zu Melika weiter. Die macht noch Best of Threes gegen ihren Fox und dann wünsche ich euch viel Spaß da, lasst da vielleicht ein paar Herzen da und bye bye, gute Nacht.